Herzlich willkommen zur nächsten Bravely Default Episode hier auf Weeper Games for You. Ich bin Soivo und wir aktualisieren wie immer erstmal unsere Daten, um neue Leute in unsere Stadt zu bekommen. Das ist immer schon mal ein sehr guter Startplan. Ich glaube, wir haben ja zuletzt den Windkristall gereinigt und müssen jetzt hier raus, um irgendwie dann so nach diesem Wasserkristall und sowas dann zu sehen, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir müssen, glaube ich, erstmal in die Stadt, um dem König und den Leuten unter die Nase zu reiben, dass wir den gereinigt haben oder so. Mal schauen. Werden wir sehen, wenn wir draußen sind, was wir genau machen müssen. Ja, sollen nach Anscheim zurückkehren. Das sagt auch die kleine Fee schon. 4 Freunde übers Internet, sehr schön. So, mehr will ich gar nicht hier. Gehen wir direkt weg. Bam, bam, bam. So. Ein Kampf. Oh, hier sind andere Gegner, oder? Der sagt mir gerade gar nichts, der Golem. Bisschen ungut. Naja, gut. Wir werden sehen, ob es ein anderer ist. Je nachdem, was er aushält. Nee, das war kein anderer. Das war einer von den Alten. Ich könnte mich nur nicht mehr dran erinnern. Weil es auch schon eine Weile her ist, seitdem wir hier vorne gekämpft haben. So, ab nach Anscheim. Ist ja nicht so weit weg. Gott sei Dank. Da sehen wir es ja auch schon. Ab rein da. Do the streets seem noisy to anyone else? Oh, over there. It's the Weasel King. Hearken to me, my children. Der sagt jetzt bestimmt, er war's. After abandoning our kingdom to its fate, the Vestal then came slinking back to these borders to beg my forgiveness. And forgive her I did, for I saw not to be gained from excoriating a girl for her egregious failures. My clemency was met with willful pride. She promised to return the wind to motion single-handedly. Yet, what has come of it? Nothing will save the southern sky set ablaze with a malefic light. The Vestal failed to restore the wind and brought still greater calamity upon our heads. As proof, look no further than the stagnant air around you. Oh, yeah. I can but blame my own wishful ignorance for this latest turn of events. I ought never have entrusted this matter to a relic of a bygone era. The crystal orthodoxy is a dream of the past. The Vestal obsolete. Her inability to ensure the crystal's function is manifest. Join me, my people. Let us rely upon the Vestal no longer. It is our own efforts that will see this kingdom saved. Ist klar. Labor service is your sacred duty, your pride as citizens. All who work beyond 20 hours a day will receive a royal commendation. And in the wake of this tribulation, Anscheim will emerge a new land. Our new history begins now. Wait! Okay. What? The Vestal? Worry no longer, people of Anscheim. I have just awakened the Crystal of Wind. Lying witch! Then why does the air remain still? It's true. There's no wind. The grand mill isn't turning. The king may be right. Okay. Don't be afraid. The footsteps you've carved will be a guide to these people, Agnes. They just need a light to show the way. A spark of hope. Please, give me the courage. Ja, mach schon. I ask that you listen. The winds that washed over this land without end for so long stopped. A vast darkness split the earth in the kingdom of Caldisla. An entire village was devoured. The seas fester. Fish wash
On my return, I found the Crystal of Wind in the clutches of a terrible monster. Its influence had sealed away the crystal's light entirely. You reward our patience with fabrications and fantasy. Utterly ridiculous. This is no fantasy. The beast fell before me and my companions. I present this to you as proof. Das Kristallding, das Amulett. Those chains. The chains that circled the beast Orthros. The Tempest Braid. Okay. I can't. It's only a legend. A story from the old Crystalis scriptures. But here they are. The Vestals brought us Tempest Braid. Then Orthros was no legend. And the Vestals slain it. Preposterous! The chains are fake. Like your ridiculous story. There's still no wind. The wind is coming. 2,000 years the Vestals have prayed. Their lives have been the crystal's nourishment. And now... now they feed the wind! Hoffentlich. It's... she's right. The wind. The wind has returned! Ah, okay. Also hat's doch funktioniert. Sehr gut. I've reached them. Of course you did. And they love you for it. They found new hope in your words. You were amazing, Agnes. And Vestals are a force for good. That speech struck any doubt from my mind. Naturally. I knew it from the moment I first saw you. Schon klar. They're all calling out to you. Go on and answer them. Oh, I don't... You're a savior to the kingdom, Lady Vestal. A savior to all of us. Yeah. And at such a young age, the Vestals are a blessing upon this world. Forgive us for failing to aid you when the wind stopped. We were lost. Please continue to guide the wind and this nation's people. Lead and we will follow. I thank you all, but I fear I cannot stay. The shadow of danger has been driven from Anchim, but darkness persists elsewhere in the world. I must join with the other Vestals and see that all mankind is ransomed from this terrible threat. That is my duty as a Vestal of the Crystals. It pains me to leave your side again so soon. I ask your patience and your forgiveness. She grieves not just for Anchime's pain, but that of all the world. We thought only of her own misfortunes, but the Vestal... You go with all our prayers. Please help them. Help the others as you've helped us. Alles klar, also so kommt es zustande, dass wir wieder gehen können. I thank you. Your faith moves me beyond words. I shall see this task complete and then return to you. I swear. What perverse farce is this? This cannot be so. I shall not be undone by a child. I am king, king, and a king does not forget his enemies. Halt den Schiffress, Alter, du nervst. Was ein Kerl, ey. Partygespräch. Der Wind kehrt zurück. Ja, der Wind ist zurück. Schaut doch nur in den Himmel, die Wolken fliegen nur so vorbei. Diese Brise tut unglaublich gut. Ganz besonders, wenn man so gute Arbeit geleistet hat wie wir. Die Bürger von Anchim waren alle so dankbar. Ein Mädchen sagte, dass ihr Vater dank des Windes jetzt wieder nach Hause zurückkehren könne. Ich hörte, jetzt können wir wieder zusammen essen, wie eine richtige Familie.
Oder jetzt können wir endlich wieder Drachen steigen lassen. Ihr hättet das Lachen auf den Gesichtern der Kinder sehen sollen. Durch die vielen im Wind flatternden Röcke fühle ich mich so lebendig. Oh Mann, ich frage mich, wer das wohl gesagt hat. Haha, auf jeden Fall haben wir ab jetzt wieder Rückenwind. Okay. Denke ich aber auch. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Inn. Wenn wir im Inn waren, speichern wir eine Runde. Und wenn wir gespeichert haben, gehen wir natürlich weiter. Denke ich mal. So, speichern bitte. Wir müssen aber auch mal gucken, wie es mit unserer Stadt generell aussieht. Da hat sich nämlich auch was getan. Ein Erzfeind wurde hergeschickt. Okay, nee, danke. Die will ich nicht. Noch einer. Um 4 gestiegen. Cap-Teile-Laden wurde fertig. Okay. Was ist denn das? Ausrüstungsladen. Finde ich ein bisschen uncool. Hier haben wir noch einen Waffenladen. Den machen wir doch einfach mal. Ja, das geht doch. 22 Minuten. Ist nicht lange. So. Das machen wir wieder weg. Dann gehen wir mal raus hier. Und gucken, wo es uns als nächstes hintreibt. Departing already, Lady Vestal. Forgive me. I am Prime Minister Dominus Harina. Your words to the people shook me to my core. Er hat doch nichts Gutes im Sinn. I suspect they rattled the king's cage as well. He looked positively deflated. Small wonder. Having his little speech so thoroughly derailed must have been a blow to his royal ego. It will recover, though. It always does. Meanwhile, where will you go from here? Gute Frage. To Florum, land of radiant flowers and the water crystal. I see. But how will you manage the journey with seas unnavigable? The inner sea was spared by some merciful stroke of fate, but no port or sandy shore exists on the Florum side. Okay. You might travel by land, but the forests along the way are suffused with a noxious fog. The path is most dangerous. Nicht so gut. Blocked on all sides. Any ideas? No. But the sage of the Yuliana Woods may know some way. Okay. Then it's to the airship and to Yuliana and beyond. Say the word, Agnes, and I shall lend wings to your every whim. Just to Yuliana, please. Okay. Also müssen wir wieder zu den Perversen. Wenn ich das richtig sehe. Weil hier muss irgendwie noch eine Nebenquest oder so sein. Nebenquests sind doch, glaube ich, blau. Die Großzügigkeit des irgendwas. Aber Belast aus dem Premierminister hat an alles gedacht. Hm, was hat er uns denn gegeben? Es ist ein Stück Papier, toll. Nur nicht so voreilig, mein Engel, das ist eine Liste der Waren, die später auf das Schiff geladen werden. Zunächst hätten wir hier die Verpflegung, er hat wirklich an alles gedacht. Brot, gebügeltes Fleisch, gesalzene Grasbohnen, Sellerie, grüne Rüben, 2 Fässer mit eingelegten rosa Auberginen, Feuga-Soße der Marke Uhrenturm. Und dann noch ein Fass der süßesten, zahnfeindlichsten Nachspeisen von ganz Anscheim. Sie scheinen hier wirklich verrückt nach Zucker zu sein. Diese Vorräte reichen für mindestens 2 Wochen. Neben der Verpflegung haben wir hier noch eine Anlegegenehmigung für die Charlotte. Die dürfte sich als nützlich erweisen. Außerdem dürfen wir uns noch mit Wasser, Öl und sogar Munition eindecken. Der Mann ist wahrhaftig ein bürokratisches Genie. Klingt so, als würde uns auf dem Schiff eine kleine Feier erwarten. Eine Feier? Wir müssen so schnell wie nur irgend möglich nach Florum aufbrechen. Nun, angesichts der Zeit, die nötig ist, um all das zu verladen, können wir wohl frühestens in einem halben Tag aufbrechen. In Ordnung, ich glaube, diese kurze Ruhepause haben wir uns alle redlich verdient. Genießen wir sie, solange wir noch hier sind. Wir gehen mal hier rein und gucken wegen der Nebenquest, was das da ist, würde ich sagen. Aber ich sehe sie hier auf der Map gar nicht. Aktuell. Bisschen ungut. Vielleicht hier im Schloss. Gucken wir einfach mal. Dass wir in die Häuser reingehen, wo es irgendwas gibt.
Habt ihr gewusst, dass ein angelegter Schild sowohl die Verteidigung als auch das Ausweichen verbessert? Aber sicher habt ihr das, oder? Auf diese Weise können eure Feinde nicht so viele Treffer landen, euch bleibt eine Menge Schaden erspart. Seine Majestät fühlt sich nicht wohl, Leute werden keine Audienzen gewährt. Willkommen, Fräulein Westel, den Fürchter seiner Majestät hat sich leider eingeschlossen. Ich habe seine Majestät schon seitdem das Fräulein Westerlin ihre Rede gehalten hat, nicht mehr gesehen. Ich frage mich, warum. Nachdem der Wind jetzt wieder weht, sind auch die Sorgen vieler Leute einfach wie weggeblasen. Okay, also hier ist schon mal nix. So wie es aussieht. Dem können wir reden. Was für eine bewegende Rede, Fräulein Westerlin. Ich war wirklich gerührt. Der Wind ist zurückgekehrt, genau wie ihr. Ihr habt uns alle gerettet, Fräulein Westerlin. Der Wind weht wieder und mein Sohn ist frei. Endlich sind seine Augen nicht mehr so trostlos. Und all das verdanken wir euch, Fräulein Westerlin. Wir fehlen schier die Worte, um euch richtig zu danken. Geht's da rein? Nee. Fräulein Westerlin, bitte zeigt uns den Weg. Ich flehe euch an. Aha. Was ist das? Da geht's auch nicht rein. Hier vielleicht wieder. Wer mit einer Waffe in jeder Hand angreift, landet zwar mehr Treffer, aber die Schläge sind nicht so kräftig wie normal. Führt ein Schwächling zwei Waffen gleichzeitig, verursacht er vielleicht sogar weniger Schaden als mit nur einer. Okay. Gucken wir mal hier drin, ne? Irgendwo muss ja irgendwas sein. Hier ist auch wieder nichts, irgendwie. Da ist ein Teleportstein auf dem Boden, okay. Sehr interessant. Aber irgendwo muss da was sein mit der Nebenquest. Macht ja keinen Sinn aktuell. Ach, das verstehe ich noch nicht so ganz. Ist sie irgendwo anders sein? Nee, die ist hier drin in Erntscheim. Macht doch gar keinen Sinn. Irgendwie muss da doch was sein. Das check ich noch nicht. Wenn es angezeigt wird, muss da was sein. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie im Menü irgendwas mit Missionen oder sowas sehen können. Dass wir da mal nachlesen können, was wir eigentlich jetzt gerade zu tun haben. Denke aber eher nicht so richtig. Spezialtaktik. Bist du nicht müde, Agnes? Ruh dich aus, wenn wir wieder beim Luftschiff sind, okay. Das ist nicht das unbedingt, was ich will. Vielleicht sollten wir hier schlafen oder so. Könnte natürlich auch sein. Machen wir einfach mal. Gucken, was passiert. Schaden kann es ja nicht. Kostet ein paar Kröten, aber das war's dann auch schon. Hast du irgendwas zu erzählen? Das hier ist anscheinend berühmt für seine riesige Urwindmühle und den glorreichen Sieg. Willkommen vor dem Westline, bla bla bla. Das ist ja unsere Freundin Westline, ich glaube, ich bin verknallt. Na super. Genau das, was ich jetzt noch brauchen kann. Irgendein Bekloppter. Hast du was zu sagen? Der Wind ist wieder da, ich kann gar nicht genug danken. Okay. Auch uninteressant das Ganze. Was ist mit dir? Der Wind ist wieder da und die Arbeiter wurden freigelassen, aber trotzdem sind die Sicherheitsmaßnahmen immer noch sehr hoch. Gibt es darin vielleicht ein Geheimnis, von dem wir nichts wissen sollten? Oh, Fräulein Westin, jetzt wo der Wind wieder da ist, dreht sich die große Mühle schneller als je zuvor. Was für ein toller Anblick. Da waren wir ja schon drinne. Den haben wir geredet. Mit dem auch. Hier ist nicht. Doch, hier ist noch ein super Drang für Steckel. Der hilft uns aber nicht wirklich. Nicht das, was ich jetzt wollte. Ne, ich weiß nicht, was hier für eine Quest sein soll. Echt nicht. Aber was soll's. Gibt's hier irgendwie was, dass man hier gucken kann mal? Was ist das hier? Street Pass Kack, das will ich gar nicht. Ups. Update in der Stadt, was haben wir da? Ein bisschen Mist bekommen, okay. Was ist hier? Das ist alles Quatsch. Was ist hier denn mit dem Buch? Geheimnisvolle Schriften, Notizen, Leute, Orte, Begriffe. Nee, Ereignisanzeigen.
Nebenszenarios, Kapitel 1. Alle ansehen. Was ist das? This is terrible. Toll, das ist ja einfach was, was wir schon mal gesehen haben. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd, dass man sich die Sachen nochmal angucken kann. Das ist jetzt nicht so schlecht, aber das hilft mir ja jetzt einfach mit meiner Nebenmission nicht weiter. Von daher, was soll's? Gehen wir mal weg hier. Ich würde auch sagen, wir speichern hier an der Stelle und machen dann erstmal einen Cut. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.